Hallo und einen lieben Gruß aus dem Jugendheim. Eine Bibelstelle, über die ich die letzten Tage nachgedacht habe. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in das Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, Bruder, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Apostelgeschichte 9, Vers 17. Saulus war kein böser Mann. Aus seiner Sicht war er ein Eiferer für den Herrn und fest davon überzeugt, Gott damit zu dienen, dass er diese neue Sekte der Christen blutig bekämpfte. Und dann begegnete ihm Jesus selbst, stößt ihn von seinem hohen Ross herunter. Saulus steht vor dem Scherben seines Lebens. Alles, was er mal war und geglaubt hat, war falsch. Wie mag es ihm damit gegangen sein? Es war ganz schön mutig von ihm, sich auf dieses neue Leben einzulassen. Ich hätte Probleme gehabt, mein altes Ich loszulassen, vor allem wenn ich so anerkannt gewesen wäre wie er. Es ist nie leicht zuzugeben, dass man doch nicht so toll ist, wie man dachte, und an sich arbeiten muss. Spannender aber finde ich, eigentlich verändert sich Saulus nicht so sehr. Er ist immer noch ein Eiferer für den Herrn. Nur diesmal geht er dabei an Gottes Hand und fragt, was wirklich Sache ist. Manchmal wissen wir recht gut, was unsere Bestimmung ist, aber packen es schief an, so wie Saulus, mit verheerendem Ergebnis. Gott möchte unsere Identität gemeinsam mit uns freilegen, damit wir die Person sein können, die er bereits in uns sieht. Eine Frage, wo man darüber nachdenken könnte: Bist du bereit, in Frage zu stellen, wer du bist? Amen.